Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dungeon Defenders. Mit dabei der Potty Kevin und Dennis. Hallo. Hallo. Und heute spielen wir meine Games. Ha ha ha. The King's Game. Ich bin der King. Ja. Warum ist Dennis oben alleine? Gute Frage. Ja, weil ich der Beste bin. Die Map an sich ist eigentlich ganz cool, aber super weird. Wo ist denn hier überhaupt was? Kann man auch an den Wänden laufen? Patrick, wo ist denn hier das Ding? Musst du testen. An den Wänden laufen. Also, drei Etagen, ein Kristall ist hier und der andere Kristall ist ein tiefer. Und oh, Patty, ich habe gerade erkannt, was die Kisten sind. Alter, da gibt's voll viel Mana raus. Wir sind so Partytröten, die sich von alleine auslösen. Ich würde das so sagen, dass wir Patrick seine Barrikaden nutzen und die in so einen Kreisform um den Kristall jeweils machen. Nein, ich bin runtergefallen! Ich auch. Also um den Kristall so in Kreisform machen. Dann kam davor oder dahinter oder so Archers und Slowfallen oder irgendwie sowas und von mir Türme irgendwie mischt das alles. Ich hab. Oder wir deffen halt wirklich nur die Wege, wo die Viecher kommen. Oder? Gott, wie sehen denn die Truhen aus? Wir sind richtig mies und fallen schon wieder runter und machen genau da, wo die Viecher kommen, also die Spawns sozusagen dicht. Gucken, ob das was ist. Weil Spawns haben wir 1, 2, 3, 4 Wege nur. Ne, 5. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier überhaupt was treffen sollen, weil, wenn ich meine Sicht anmache, ja, es sind halt mehrere Etagen, ne? Ey, Tom. Ja. Tom, lauf mal hier lang. Wo ist hier? Kevin, geh doch mal weg! Geht nicht. Party! Ja, die Dinger nerven voll. Warum fliegen die? Schweben die eigentlich? Weil die magisch sind. Wir machen Taktik alle rundherum um das Ding herum. Okay. Brauchst du noch Mana, Patrick? Oder hast du noch genug für die ganze? Ein bisschen habe ich noch. Okay, weil unten muss ich es auch noch mal machen. Vielleicht sollte er den Kreis nicht so groß machen. Doch, ihr müsst ja was reinstellen. Wie tief kann man hier gehen? Kevin, du musst deine Viecher da reinstellen, nicht davor. Mir ist es eigentlich Laptop, die da drin. Wenn die da drin stehen und ein Ogre schießt, dann kriegt der Kristall bei diesem Radius auf jeden Fall Damage. Macht wie ihr meint. Das war halt nur eine Idee. Also, wir können natürlich auch was ganz anderes machen. Harpoon only oder so ein Scheiß. Ja, super. So, ansonsten ist die Map eigentlich ganz einfach, weil von dem Monster, was da kommt, ist jetzt nicht so hartes. Nur halt 7 Ogre, ansonsten ist es eigentlich ganz okay. Und sie kommen halt, wie man sieht, auf der Map überall her. Das heißt, man hat keine gewissen Spawns, wo die rauskommen. Tom, ich brauch Mana. Wo bist du? Unten mit dem Kristall. Hi. Hi. Und Wildfang kommt, glaube ich, auch später. Ich bin mir unsicher. Entweder kommt Wildfang oder Goblin-Copter, irgendwie sowas. Okay. Ich hab überall rumgebaut. Ja, dann gib mir Mana. Oder bau erst Dinger und dann baue ich gleich noch Blitz Tower eben oder dazwischen oder so. Na, hier ein bisschen eng oder was, hä? Ist ja eng gebaut. Aber Map, also von der Map her zu sehen, ist der Kreis, der über uns ist, wesentlich cooler. Ja. Mhm. Haben wir jetzt alles Mana verdattelt? So. Dann tun noch ein bisschen. Aber das war's. Ich hab noch 40. Kannst du damit noch was machen oder? Ja, ich könnte damit noch was machen. Und wo bist du? Kommt ein Kevin geflogen. Okay, dann haben wir ja schon mal langsam. Den oben habe ich auch ein bisschen enger gebaut. Er sieht aber cooler aus. Er ist schöner, der ist kreisförmiger. Let's Beyblade! Nicht wie ein kaputtes Ei. Ich meine, wir haben auch 4 Seiten, also 4 Eingänge. Das heißt, eigentlich könnte sich auch jeder vor einem Eingang stellen, aber. Okay, ich mach das. Ich mach das. Danke, Ich bin mir echt von allen Richtungen. Ich blick das nicht auf der Map, Mann. Ja, und ist noch keiner gespawnt. Hast du nicht gepasst auf in das Schule? Dreidimensional denken, Kevin. Nicht 3,1 die Mitte. Wer hat was verprügelt, was ich nicht sehe? Ich hab auch gerade selbst gekriegt von irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Dennis, die sind alle sichtbar. Bisschen weiter rechts, bisschen weiter rechts, bisschen weiter rechts.
Bisschen weiter links, 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 noch weiter, noch weiter. Ja, 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 ja. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, weiter, weiter, weiter. Nein, 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 ja, alles in die Richtung. Ja, 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 ja. Bisschen weiter links. Bisschen weiter links. Ja. Ein Stück. Ja, 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 ja. Weiter ballern. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts rüber schwenken. Die Oger haben nur 100k. Die haben ja nichts. Aua. Wieso sehe ich die nicht? Keine Ahnung, aber du musst ein bisschen weiter links rüber schwenken. Du hast alles tot. Außer der Typ, der sagt, meine Sicht ist super kacke, sieht das alles. Seht ihr die Viecher nicht? Nee. Also Tom, wir machen jetzt folgendermaßen. Ja. Diese Wave machen wir, diese Taktik. Nächste Wave reißen wir alles ab und machen eine andere Taktik. Und dann gucken wir, welche uns am besten gefällt. Nein. Nein? Warum nicht? Nö. Diese Tröte-Dinger geben mir auf den Sack, Alter. Ja. Läuft sie lang? Philipp! Wer ist Philipp? Philipp? Philipp! Party! Ich höre die Viecher, sehe sie aber nicht. Ein Viech fehlt noch. Auf der Map, da ein Oger. Irgendwo rum. Direkt neben euch. Der ist bei Dennis. Der ist unten. Oder oben. Da war er. Ich bin gerade runtergejumpt. Wer von euch kann die Viecher jetzt nicht sehen? Nur Dennis? Ich hab eben auch von irgendwas Damage gekriegt, was ich nicht gesehen habe. Wenn ich reconnecte, doch einmal noch kurz. Ich mach den hier. Oder K. K ist die Lösung für alles. Yep. Nein, Escape. Hey, Body! Oder Alt F4. Part! Schon noch irgendwelche coolen Easter Eggs, ey. Ey, Kevin, schick mal eine Einladung. Achso, ja. Hey, bei mir steht's aber noch da. Jetzt ist er weg. Spoiler Alarm! Dann darf Kevin auch nicht kaum machen, weil sonst kann Dennis ihm zugucken. Und zugucken ist nicht cool. Zugucken ist nur cool, wenn man das als Let's Play guckt. Das war sehr einfältig von dir. Ja. Oh nein, uah. Jetzt bin ich ganz unten fast. Ich bin gestorben. Nö. Otto. Du bist gerade auf dieser Map auch gut Items farmen, weil hier die Spawns nicht zugehen nach jeder Runde und sowas, so offene Spawns sind. Das heißt, wenn die Viecher im Spawn gekillt werden oder sowas, kann man die Items trotzdem noch bekommen. Patrick, tschüssi. Nö, ich hab eine Truhe geholt. Oh, 2-1. Vorbei. No. Dennis, bist du jetzt beim Connecten? Ne. Brauchst du noch eine Einladung? Ja, gleich. Ich muss das Spiel erstmal neu starten. Kann ich auch einladen, wenn du willst. Nein, Tom, den WLAN. Meine ist aber schöner als deine. Aha. Ja. Ich glaub's ja selber nicht. Doch. Glaube ich schon. Aber bis jetzt läuft ja ganz schön gut die Map noch, ne? Aber ich hab's gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt werden wir sterben. Wie viele Wellen müssen wir denn noch? Ach du Scheiße. Wir sind 8 von 14. Wir haben gerade die allererste durch, Mensch. Schlägst du? Ja, dann geh mal Jallas hier. Jalla, jalla. Kommt natürlich auch, weil die Viecher ewig laufen müssen. Ja. Weil man halt nicht direkt am Spawn so dicht gemacht hat, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Besser wir machen so dicht, dass wir das schaffen, als wir machen das dicht, weil die Viecher nicht weit laufen wollen. Und das nicht schaffen. Zudem war das voll falsch, Tom, dass du gesagt hast, wir müssen dann nur 4 Seiten dicht machen. Warum? Wir sind ja manche, Spawns. Ja, aber manche von den Spawns sind ja auf verschiedenen Ebenen. Ja, aber trotzdem wir nur 4 Seiten dicht machen. Ja. Weil du 4 Spawn-Areas nur hast. Wobei hier unten sind auf einmal voll viele, also hier unten sind mehrere Spawn Areas, die sieht man auf der Map gar nicht, wenn man die Map öffnet. Also ich sehe alleine auf der Map schon 5, nicht 4. 1? Ja stimmt, 5, ja. Aber unten, ganz unten sind auch nochmal mega viele Spawn Areas. Ja, die sind auf derselben Spawn Area Höhe wie die anderen 4. Deswegen sieht man auf der Map nur 5, aber insgesamt sind es 10 oder so. Nee, das ist mir jetzt zu kompliziert. Dann halt mehr so hoch, kann ich nicht. Tschüss, Kevin. K.
Kevin Durant. Wer macht da auch Löcher rein? Frag mal die Entwickler. Ich glaube, die wissen, wer das war. Du. Und ist ein Ogre, ich krieg den! Ah, ich bin gestorben. Ich hab ihn einmal gehittet. Ich hab ihn sogar gekillt dabei. Nice. Hey, ho, let's go. Tritt! Hey, Party! Ein Summoner ist hier cool, weil du kannst hier einfach überall rumschweben. Oder die ganze Zeit sterben wie Kevin. Ah ja. Wir haben ja einen Summoner dabei, aber der ist inkompetent. Inkompetent! Ja. Boom. Rip. Lass nichts unvollendet, steht da drunter. Hey, ho, let's go. Vor allem alle drücken Go, ne? Bauernfigur. Alle drücken Go, weißt du? Aber. Ich hätte gerne eine Einladung. Keiner will, dass Dennis mitspielt. Hab ich. Ich hab ja auch eine geschrieben. Bei mir kommt irgendwie nichts an. Zu viel einladen. Du Spiel einladen. Hallo. Ich hab dir auch eine geschickt. Spielen Sie mit. Hey Tom, guck mal. Die kann klettern. Mit uns. Ah, von Tom ist jetzt was angekommen. Oh, wahrscheinlich nur meine Nachricht. Ja. Geh mal auf das Profil. Entschuldigung. Geh mal auf das Profil von Tom. Hab ich schon. Geht das auch nicht? Nö. Was ist da los? Denn dann sind die Fender will nicht mehr, dass du mit uns spielst. Ey! Oh. Party! Party, guck mal, wo ich bin. Hä? Wo denn? Zum Spiel einladen. Nein, Kevin, ich habe jetzt kein Nutzerversteckspiel. Warum geht das nicht? Gute Frage. Weil das ist doch kacke. Wie auch nicht. What did you say? What's your money, man? Well, cause you did. What did you say? Kevin ist tot. Gesundheit. Doch. Ja, aber warum kann Dennis denn nicht mitspielen? Ist doch kacke. Ja. Das Spiel mobbt mich. Mach den Rechner nochmal neu. Dann ist er aber bis zum Ende der Aufnahme gar nicht mehr dabei. Ein bisschen Schwund ist. Wie viele Wellen sind es noch? 5. Aber warum halt gar keine Einladung reinkommt, ne? Das ist halt super weird. Das ist ziemlich merkwürdig. Mhm. Kevin hat's kaputt gemacht. Ach, Kevin. Nein, aber Kevin stirbt die ganze Zeit. Denn. Warum stirbst du? Weil ich versuche zu klettern und das nicht klappt. Ah. Kevin, ich bin hier kein PUBG, ne? So. Okay. Next. Ja, hätte ich auch gesagt. Ach Gott sei Dank, und ich dachte schon, das liegt an mir. Nee. Nee, wenn Kevin leckt, dann leckt er bei uns allen. Und er ist schon wieder tot. Tot, sehr. Wieder von Mario. Der Tot. Jo, der Tot. It's me, Tot. Ja, wie Mario Party. War das Party? Nee. Was haben wir denn nochmal gespielt gehabt, das eine Mal? Super Mario Bros. Ja, voll lustig. Vorhin, ja, das war wirklich lustig. Ihr habt ihr rumgetrollt. Ja, aber ich war harmlos im Gegensatz zu Patrick, wenn der scheiß Dingpad da in die Hand genommen hat. Das stimmt ja gar nicht, ich war auch absolut harmlos. Ja. Ich hab doch keiner Fliege was getan. Nein, aber ich stand gerade aus, ich hab einfach so der. Ja, bei mir auch. Irgendwann abgelenkt war, kam Tom und hat einen in Lava geschoben. Wer hat zumindest versucht. Da hast du keine Beweise, das ist keine Aufnahme. Leider nicht. Ja, warum habe ich gerade einfach so ein stumpfes Autsch gekriegt? Habe ich auch einfach. Wahrscheinlich wegen. Warum hat mir das ein Viertel von meinem Leben abgezogen, Alter? Leute, bei mir hat das so 5 HP oder so abgezogen. Ey. Wahrscheinlich ist er auf irgendein Spiel angelehnt, so ein Kings Game oder sowas. Und da macht. Minne.
Hey, Body! Nein. Doch, hier hast du getötet. Nein! Hey, Body! Hey, ho, let's go! Und Schüler machen alle Go. Voll unfair. Die Hoffnung für mich schon aufgegeben. Ja. Es ist einfach Reflex. Runde ist vorbei, go. Reflex. Reflex, sagt er. Und wenn wir ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, auf Kaufing und Map stehen, weil wir die endlosmäßig durchmachen wollen und so, und dann die Verteidigung hält und alles eigentlich safe ist, weißt du, dann müssen einfach nur alle go drücken. Und dann kommt Patrick immer an, so, ich hab noch nicht go gedrückt. Upsi. Ich will jetzt gerne wieder eine... Was willst du gerne? Ich hab nur eine Bier Einladung. Verstanden. Ich würde jetzt gerne wieder eine Einladung bekommen. Ich hab verstanden, ich will jetzt gerne eine Birne. Du bist auch so. Leute, der Turm bewegt sich! Welcher Turm? Der hier. Was, wohin? Es ist ja hier gelaufen. Jetzt kommt er wieder zurück. LOL! LOL, der jagt dich, Tom. Aber Türme können gar nicht quer gehen, die gehen nur geradeaus. Das ist ja auch am Cheaten. Vielleicht... Wäre ja schon bei der letzten Welle? Nee, noch nicht. Nee. Zehnte. Vielleicht ist das ja auch geschickt. So ein Schachspiel, also Schachbrett ist es ja, ne? Sieht man ja. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch so, wenn ich hier in dem Level, K.A. und der eine Schachmatt geht sozusagen, dann kriegen wir alle Damage dadurch oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ja, schon lustig. Hahaha, ha, ha, lustig, hahaha. Ha, ha. Ha, 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 lustig. Hallo. Haben die Ogre mittlerweile mehr Leben? Ich glaube 2 Millionen oder so. Nee, immer noch 411.000. Ja, aber die Masse macht's halt, ne? Also wenn du auf der Map guckst, dann ganz schön hier der Ameisenhaufen mal rumlaufen. Das ist natürlich. Stirb, Kevin. Ich will, dass Kevin stirbt, aber der stirbt nicht so einfach. Ah, jetzt ist da ein Jumper drauf. Go, 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 Jumpers! Hau den um! Oh, er macht die unbesiegbar, so eine Pussy. Also ist Kevin da. Du, der Penner, ey. Ich wollte nicht sagen, weil ich halt gerade Hyping hab. Okay. Ja, das waren alle. Ist ja auch leider so. Und danach sind sie schwanger. Halt dich! Ich sag meiner Frau auch nichts, bis dann jemand in den Test kommt. Dann wirst du gefiegt. Oh Mann, ey, warte mal. Ich geh mal bei. Du Butterbirne. Butterbirne. Die gute alte Butterbirne. One on one mit dem Ogre. One on one mit dem Ogre und? Ich hab gewonnen. Ogre gewinnt. Noch 9! Wo sind die? Da hinten. Laufen irgendwo auf der Map hier rum. Warum tun die das? Ja, Mai, hier sind heute schon Weihnachten! Irgendwie sind die Kampagnen-Maps, obwohl die empfohlenes Level bla 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 sind, einfacher als die DLC- und Herausforderungs-Maps. Ist so. Hey, Party! Weil die letzte Map war ja ab 90 empfohlen. Und, also die im letzten Part. Und diesmal, die ist ab 80 empfohlen. Und die schaffen wir halt auch easy. Und andere Maps, die auf 80 oder so empfohlen sind, da haben wir mega die Props. Ja. Salvel zum Beispiel. Zum Beispiel. Ist auch ein DLC. Vielleicht sollten wir erst die ganze Kampagne durchmachen, weil die ist wahrscheinlich wesentlich einfacher als der Rest. Wo so aus, war. Das Problem ist, wenn wir die Kampagne durchgespielt haben und dann bei den anderen Dingern alle voll am Verkacken sind, können wir keine Map zwischendurch mal wieder spielen, wo wir sagen, hey, da haben wir ein Glücksgefühl und schaffen eine Map wieder.